Oh, what the fuck, zu einem. Nein, zum achten Part von MK Edo, würde ich mal sagen. Der achte ist es halt schon wirklich. Und heute ist der Little Toadie dran. Und dann gucken wir mal, was zu Toadie passt. Der Sauseschuh passt auch. Das Pünktchen gerade ist hier ganz nett. Das U-Cut, nein. Oder das die Bärchenbully. Das ist ja auch süß hier. Wilder Wiggler. Also da finde ich jetzt keins, das genau nur zu ihm passt. Deswegen nehme ich mal das Pünktchen-Card. Lustige Räder, die sind lustig. Und nehme den schönen bunten Fallschirm. Wir wollen den Sonnenflughafen fahren, weil ich die gerne mag. Und wir sind zu sechst, was mich traurig macht. Nein, zu sechst ist okay. Besser als, also 6 ist schon so ein Minimum an so die Grenze, die Hälfte ist in Deutsche. Also wenn man weniger als 6 ist, macht es echt nicht so viel Spaß. Aber ihr seht auch hier, schaut, mein Score an. 2968 war es, glaube ich. Und die Hyrule-Puste fahren wir. Und ich hoffe, ich komme mit dem Kart klar. Das ist halt so lustige Flügel. Joho. Ja, ich bekomme einen Rubin. Wow, ist das toll. Nice. Windschatten voll win. Alter, jetzt schnappt er sich meinen Windschatten weg, den ich haben wollte. Donkey Kong, blöd. Oh mein Gott. Ah, das ist Katzen-Peach, ja. Ist die Mitte auf? Geht die Mitte auf? Ah, genau jetzt geht die Mitte auf. Ich glaub's ja nicht. Und wir sind Erster. LOL. Und ich habe leider keine neuen Themen zu besprechen, was ich ein bisschen schade finde. So, schreibt ins Themenformular in der Beschreibung auf jeden Fall, wenn ihr über ein Thema gesprochen haben wollt, was, das weiß ich ja gerade nicht richtig, der Satz, und mich trifft der Panzer genau, ich glaub's ja nicht. Hier, Niki. Nein! Oh, jetzt habe ich echt eine Sekunde vorgesehen, dass eine Bananenschale liegt, aber verändert hat es auch nichts. Wow, alles knapp. Knapp, Donkey Kong. Donkey Kong ist Geo. Und es waren zwei Donkey Kongs mit. Einmal Jenny und einmal Geo. Nein, oh, Alter, wieso geht die bitte nicht auf, wenn ich komme? Das ist ja echt... Ah, oh, schlecht. Sind noch Vierter. Haben aber noch 1,5 Runden vor uns. Okay, eigentlich fast nur noch eine. Oh. Wo ist denn der erste Platz hier? Das Andy. Ist vorne. Da vorne ist er schon. Oh, ein blauer Panzer aus dem Weg gehen. Da wird er gleich mal geratscht. Wow, mein Freund, knapp. Genau jetzt hinter mir geht das Tor auf. Ich glaub's ja nicht hier. Das ist ja unfair. Schaffen wir auch den ersten Platz. Das wäre recht fresh. Aber jetzt wurden wir hier weggedrängt. Und... Ja, Alter, Donkey Kong, was sollte das? Windschatten. Komm, erster Platz. Nein, dritter. Erster. Was? Dritter. Nein. Ach, was war denn das für ein Ende hier? So richtig komisch. Naja. Dritter Platz von 6. Was soll man dazu sagen? Ein lautes Naja. Ist, glaube ich, am besten. So, das war's vom ersten Rennen. Wir... können Zuckerhotel haben wir noch nicht gefahren. Können wählen. Die meisten haben keinen Bock auf irgendeine Strecke, die nehmen zufällig. Aber wir sind wieder mehr. Wir sind viele Leute. Ich zeige euch mal, wer alles da ist. Ja, ein Player, deutscher Player. Sag ich mal, willkommen im Video von Stickerfreak. Und ich habe noch anzukündigen. Nein, ich will nicht kündigen, ich will künden. Oh,
Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ein Zufallstrecke, Scheigeiße, Wasserfälle. Jetzt machen wir die Welle und 5 Deutsche und nur Europäer. Sogar ein Norweger, cool. Nur Europäer in global. Eigentlich ist ja regional extra dafür gemacht, dass da Europäer nur sind. Aber global, dass da nur Europäer sind. Haben die Amis gerade Nacht oder so? Na, eigentlich ja nicht, oder? Wenn gerade ist es 20:06 Uhr. Wie spät haben es da die Amis? Wisst ihr das? Ich müsste jetzt rechnen. Keine Ahnung. Eine krasse erste Position haben wir hier. Komm, kann man den nicht abdrängen oder so? Gut gemacht. Er fährt einfach so gegen die Wand. Läuft für ihn. Oh, jo, jo. Item, Item. Kein geiler Drift, aber was? Was soll das denn sonst sein? Oh mein Gott, ein grüner Panzer. Ja, okay, hat sich verirrt. Probieren wir uns mit dem Spanier anzulegen. Oh. Wie nennt man einen Spanier ohne Auto? Oh, Carlos. Oh. So. Nein, bitte nicht. Boah, wie knapp das war. Fast hätte ich getroffen. Also, lol. Jetzt habe ich ihn doch noch getackelt. Ich behalte ihn jetzt erstmal. Bis auf weiteres. Also das Item lasse ich jetzt mal, oder? Nee, ich will ein neues. Oh, eine Münze. Ich hätte doch behalten, das alte. Meine Güte. Das war ja voll für den Arsch. Das hier ist nämlich die 8. Folge. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein. Ist der schlecht. Kein einziges Mal getroffen. Kein GG, mein Freund. Richtig bad. Krass. Das ist nämlich die 8. Folge hier. In Mario Kart 8. Das ist doch ganz besondere Ehre hier für. Nein, ich will nicht. Stopp, stopp. Stopp! Alle 3 Münzen kommen wieder zu mir. Läuft. Aber da hinten kommt auch schon so an. Ah, was war das denn? Digga, ich schau nach hinten und fahre gegen die Wand. Nein, stopp. Nein. Ja, er hat mich nicht geknallt. Jetzt wollte ich sagen, er hat mich nicht geknallt. Ich glaube, ich bleib Dritter. Oder haben Stern, das wäre nice. Ja, eine Banane, wow. Ja. Hoffentlich trifft er mich jetzt nicht. Bitte nicht. Nein! Nein, bitte nicht! Ja, was? Aggressionen! Es war aber auch nur so Pech. 1 Zentimeter vom Ziel werden wir abgeknallt. Wieso nur? Wir waren die ganze Zeit hier. Ja, das ist das Pech in Mario Kart Art. Und weil das ein Projekt ist, wo ich mich oft aufregen kann, deswegen gebe ich es euch. Excitebike! Ich mach die Strecke. Wollen wir loslegen, meine Freunde? Wir sind. Alle, nee, es hat hier verpisst jemand. Oh, verpisst dich. Oh nein, verpisst euch nicht. Kommt wieder her. Das war nicht böse gemeint. Ich habe ja gesagt in dem Video MKado Part 4. Habe ich ja mal angesprochen, dass. Weil der Part ja kaputt war. Also, da war kein Bild da. Dass ich den nachholen werde. Den Part 4 mit Daisy, was glaube ich. Und jetzt mache ich so, weil dieser Part kommt am Mittwoch. MKado kommt nur noch am Mittwoch jetzt. Warum? Das habt ihr sicher schon gesehen in dem Infovideo. Oh, wir fahren Donut-Ebene. In dem Infovideo letzten Freitag habt ihr das sicher schon gesehen. Boah, ich habe so gute Wertungen. Ich bin der Beste. Und fahr mit Toad. Ein Pünktchen-Card. Sagt nichts. Ich bin stolz drauf.
Ach was denn? Ich hab doch. Ach egal. Oh, hier kommt Tod! Oh, ja, ja. Okay. Überhaupt nicht bescheuert oder so. Ach ja, genau, jetzt taucht's ab. Hat zumindest jemand getroffen. Ach, wieso hat immer jemand so einen Dreierpanzer? Jeder, immer. Every day, every night hier. Verpiss dich. Boah. Overjump hier. Der Part 4, also MKAdo4 Reloaded, kommt am Freitag. Die Ausnahme, weil normalerweise hätte ich es gemacht, dass zwei Videos an einem Tag kommen. Und zwei MKAdos schaffe ich einfach nicht an einem Tag. Wenn ihr versteht. Oder wenn ihr es nachvollziehen vielleicht könnt. Weil 60 FPS ist schwierig zu bearbeiten, wie ihr vielleicht wissen könntet. Ich weiß nicht, ob ihr selber Videos macht. Aber es ist nicht ganz einfach. Im Gegensatz zu 30 FPS ist es schwierig. Wirklich schwierig. Aber weil ich so überzeugt bin von den 60 FPS, habe ich gesagt, dass ich dieses Let's Play nur mit 60 FPS fortfahren will. Habe ich mit dem Clash, ja, schön. Ah, oh, was mache ich da? Ich verdrifte mich hier so viel. Das ist gar nicht gut. Und deshalb bleibt das Let's Play auf 60 FPS. Okay, jetzt muss ich eine Abkürzung nehmen. Und zwar diese hier. Und jetzt bin ich abgeknallt der letzten Sekunde, wie ich das kenne. Nein. Zweiter. Ja, ist gut. Ist doch gut. Ja. Der Part 4 kommt jetzt nächsten Freitag. War, als Ausnahme, weil es jetzt sozusagen nur ein Nachholpart ist. Aber sonst bleibt der Freitag ohne ein MKAdo-Video. Sonst wird der Freitag normalerweise kein MKAdo mehr kommen. Und ich sage danke fürs Anschauen. Es hat mir Spaß gemacht in den drei super geilen Strecken. Und wir gehen mal zurück. Ich sag danke fürs Anschauen. Bis bald, euer Zeckerfreak. Haut rein, bis zum nächsten. Wann kommt das Video jetzt? Das nächste Video kommt am Freitag von MKAdo. Ja, das ist dann MKAdo 4 Reloaded. Yo, danke fürs Anschauen. Tschüss, euer Zeckerfreak. Wow, ho, ho, ho.